Santi. Santi. Grüß Gott zu einer 9-Minuten-Predigt. Sie merken, es wird langsam weinhaltiger. Ich bin hier in Mering beim Weinhändler meines Vertrauens. Es geht eigentlich auch um Wein, näherhin um eine Situation, die mit Arbeit und im Weinberg zu tun hat. Denn im heutigen Evangelium hören wir von einem Vater, der zwei Söhne hatte und die beiden eigentlich um einen Dienst im Weinberg bittet. Der eine scheint offensichtlich mit einem Bekannten oder einem Freund gerade ein Glas Wein getrunken zu haben und er sagt, nein, er kommt nicht. Danach, als er offensichtlich mit diesem Wein fertig ist, hat er ein schlechtes Gewissen, es treibt ihn die Reue um und er kommt doch und arbeitet und tut seinem Vater diesen Dienst dann wirklich erfüllen. Der andere, der sagt sofort ja. Aber sein Ja ist ein ungedeckter Scheck. Der tut gar nichts. Er sagt nur wohlfeile Worte. Das kennen wir ja eigentlich auch von manchen Bereichen unseres Lebens, wo wir von verschiedenen Menschen einfach ein freundliches Ja gesagt bekommen und merken sofort, da steckt nichts dahinter. Das sind ungedeckte Schecks. Wir als Christen dürfen schon einmal auch mal Nein sagen. Wir brauchen nicht immer sofort begeistert von einem Auftrag zu sein oder von einer Herausforderung, die uns aus dem Glauben oder aus dem Leben heraus aufgebürdet wird. Das Wesentliche ist, dass wir merken, wo es wichtig ist, wo wir unseren Dienst dann auch wirklich zu sehen haben. Dass wir klaren Blick auf das haben, was uns und den Mitmenschen hilft und gut tut. Manchmal kann dazu, wenn man nicht zu viel davon trinkt, sonst benebelt es einen, auch ein Glas Wein helfen, denn da steht ja auch in vino veritas als alter Spruch. Das ist aber nicht notwendig, um den Dienst als Christen für die Mitmenschen und in der Kirche als Christ dann auch zu leisten, aber manchmal hilft es. In diesem Sinne eine gute Woche und Santé. Santé.